geh mal ein Stückchen. Ich muss ich halt wieder zurück. Verzwickt, verzwickt, Freunde. Jetzt ist hier schon wieder ein Weg. Also ich komme von da, geht hier natürlich lang, aber hier links führt auch wieder ein Weg lang. Ich weiß nicht, ob der Weg vielleicht besser wäre. Ich habe das Gefühl, ich gehe so nach herum. Ich gehe mal um die Kurve da hinten, dann gucke ich nochmal. Ach, hier sieht man gerade sogar ganz hinten in der Ferne, wenn das jetzt mit dieser Zoom-Funktion natürlich klappt. Naja, nicht so wirklich. Ganz hinten dort, da ist die Abtei Brauweiler, wo wir eben waren. Naja, für den Vergleich, ich guck mal, ob ein bisschen Saft noch in der anderen Kamera drin ist. Okay, das hat nicht wirklich geklappt. Die Kamera ging sofort aus. Eigentlich hätte ich noch, also ich habe gerade mal 50% rangezoomt, hätte noch weitere 50% ranzoomen können. Naja, was soll's. Ich glaube auf jeden Fall, ich gehe jetzt hier den Weg lang. Ich habe mal gerade auf den Geotracker geschaut, was gerade aufgezeichnet schon ist. Und ich meine, wenn ich das richtig sehe, wenn ich hier weiter geradeaus gehe, müsste ich direkt auf die Quarzwerke zukommen. Also die Frechner Quarzwerke. Kann ich auch mal ein bisschen filmen. Ist natürlich ein bisschen blöd mit der Kamera jetzt. Also so geht das ja. Auch von der vom Ton sollte es besser sogar sein. Allerdings, ja, nahe Bilder, scharfe Bilder und so. Leider nichts. Wer hätte es gedacht, ich muss doch noch wieder bergauf kraxeln. Aber ist nicht so schlimm. Und schwitze gar nicht so viel. Wie ihr das kennt, eigentlich wäre ich das hier jetzt schon voll am Schwitzen. So, jetzt weiß ich noch nicht. Jetzt weiß ich doch nicht, wo ich hier bin. Wobei, jetzt komme ich an einer Stelle an. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder auch doch. Ich wollte gerade eigentlich sagen, die Stelle kenne ich, aber die Straße sagt mir gerade hier gar nichts. Das ist aber merkwürdig. Ich höre auf jeden Fall die Autobahn schon. Ich gehe mal da hinten lang eventuell. Aber hier gibt es auch noch einen Weg nach rechts. Ich gucke mal die Kurve. Nee, da gibt es dann auch nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinkommen würde. Naja, ich gehe mal stark davon aus, dass es dann hier lang weitergeht. Ich hoffe es zumindest. Ist nur noch gerade nicht, ob ich jetzt an der Straße lang gehe oder den Weg. Ich gehe den Weg. Ob so oder so komme ich an der Autobahn vorbei. Und spätestens, also sprich, ich muss unten drunter. Und spätestens dort weiß ich, an welcher Brücke ich bin. Denn ich muss noch weiter links runter. Wenn der Weg dann da lang führt, ansonsten muss ich das ganze Stückchen wieder zurück. Wir werden es erleben. Okay, das ist ein bisschen mies. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Jetzt bin ich hier auf so einem Pfad. Da ist schon eine Autobahn, aber nee, dieser Pfad, der führt mich woanders hin. Ich muss da lang. Schauen, wie ich da hinkomme. So, okay, dann bin ich jetzt hier wieder auf der Straße und wie ihr es vielleicht hört, hier ist auch schon die Autobahnbrücke. Allerdings ist das nicht die, wo ich dachte, ich rauskommen werde. Und da hinten, man sieht es jetzt nicht, da geht es links. Da werde ich mal nachschauen. Ja, ja, da verlaufe ich mich schon in meiner eigenen Stadt. Das kann ja nicht wahr sein. Aber ich glaube, wenn man dort links geht, dann komme ich an eine Stelle, wo ich ganz genau weiß, wo ich bin. Dann müsste ich rechts gehen. Dann bin ich doch ein bisschen weiter auf der rechten Höhe, wie ich eigentlich müsste, aber das trifft sich ganz gut. Kann ich mal gerade nach dem Garten schauen. Ja, also bis gleich.
Ach, ist das schön, hier jetzt so lang zu gehen. Man hört zwar in der Ferne die Autobahnbrücke, aber die Natur, das Vogelgezwitscher, sehr, sehr schön. Und ich glaube, nachdem ich zumindest wieder einen Abzweig doch wieder ein Stückchen zurück bin, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg. Zumindest mein Geotracker sagt mir an, dass ich schnurstracks auf die Quarzwerke zulaufen müsste. Weiß ich noch nicht, von welcher Seite ich dann komme, ob ich dann einmal drum rumlaufen müsste. Naja, ist auch egal. So passt das schon. Jetzt eine schönere kleine Wanderung. So langsam wird mir nun wirklich warm. Ich bin echt, mein Shirt ist klitschnass. Das ist zwar extra so ein Shirt, was irgendwie die Feuchtigkeit nach außen absorbiert oder sowas, aber ja, nichtsdestotrotz ist das klitschnass. Also das wäre echt blöd, wenn ich jetzt meine Jacke aber ganz ausziehe. Aber auch ein Aussichtspunkt, das passt schon. Junge, Junge, dann habe ich aber doch noch ein bisschen was zu laufen. Naja. So, Freunde, hier sind die Quarzwerke. Gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Jetzt bin ich halt doch am komplett falschen, da müssen wir mal hinschauen. Hallo. 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 Hi. So, schaut mal. Ja, das ist schon krass. Früher war das hier mal alles weiß, also alles Quarzsand, aber das ist alles abgebaut. Jetzt mal nur halt an der falschen Aussichtspunkt. Wir müssen eigentlich dort hinten hin. Und die ist also, wir laufen jetzt noch einmal komplett rum. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Abzweig finden. Ich mache aber hier erstmal ein Päuschen. Und da kommt die Werksaufsicht, aber nicht für mich. Ja, früher war das natürlich auch ein ganz, ganz toller Spielplatz für uns. Mit Bikes hier rum zu cruisen und sowas, aber ja, natürlich nicht erlaubt und auch irgendwie gefährlich. Gab es wohl früher, wenn das nicht ein Gerücht oder ein Mythos ist, irgendwie eine Stelle mit Treibsand hier irgendwie. Und angeblich ist da auch einer mal rein und fast rausgekommen, so. Ich weiß es nicht. Naja, Freunde, jetzt habe ich mir meine Jacke doch ausgezogen. Ich bin fast getrocknet. Jetzt wäre es nur blöd, wenn ich die wieder anziehe. Deshalb glaube ich, lasse ich die jetzt aus. Ich gucke mal, ob ich die in meinen Rucksack gestopft kriege. Und dann geht's weiter. So, okay, das hat gepasst. Ich hoffe, die Jacke zerknüllt jetzt nicht, aber ich werde es dann später sehen. Ja, übrigens nicht trotz der Aussichtspunkt, sondern mehr dort. Habe ich irgendwie vercheckt, weil dort sind die Werke. Ach so, jetzt seht ihr mich wegen der Sonne wahrscheinlich nicht. So ist besser. Ja, und von der Seite sieht man dann wenigstens noch die Stelle, wo ja der Quarzwand noch vorhanden ist. Gucken wir uns mal an. Schön, dass hier aussieht. Wir haben gerade die Zeit, wo die ganzen Nüsse und sowas reif sind und von den Bäumen fallen. Und irgendwie höre ich links und rechts neben mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen runterfallen. Nüsse, Kastanien. Ich warte drauf, dass Pock kriege ich eins auf den Kopf. Was das für ein Geräusch ist? Nichts. Wind. In den Bäumen. Ich weiß gar nicht, wieso die hier alle angepflanzt worden sind. Aber eine richtig schöne Allee. Haben die eigentlich schön gemacht. Allerdings gehe ich jetzt mal hier oben lang. Ich glaube, dort kann ich wieder ein bisschen was abkürzen. Ich muss erstmal zu dieser anderen Stelle kommen. Ein Hochsitz. Das waren auch richtig tolle Lieblingshütten von mir. Da bin ich immer sehr, sehr gerne reingegangen. Allerdings, wie ich
Jahre später erfahren habe, das ist auch nicht ganz legal. Also ich denke, im Prinzip stimmt kein, wenn man da mal guckt. Aber es gehört wohl tatsächlich den Jägern. Die haben, oder einer Gemeinde oder sowas, die haben da, ja, ist deren. Ich weiß gar nicht, ob das Grund jetzt hier, also das Grundstück auch denen gehört oder nur die Hütte. Gute Frage. Auf jeden Fall Privateigentum. Also im Prinzip dürft ihr da nicht drauf. So wenig, dass die Leute wahrscheinlich auch stört. Wenn es drauf ankommt, ist es das Betreten von Privateigentum. Also immer vorsichtig sein. Ah, Freunde, es geht wieder bergauf. Und so langsam freue ich mich, wenn ich zu Hause bin. Ich habe jetzt 13,5 Kilometer runter. Ist natürlich noch nichts im Vergleich wie auf der anderen Tour, aber untrainiert. Man merkt das schon direkt, was das einen Unterschied macht. Und ich habe ja, wie gesagt, gar nicht so viel Gewicht heute dabei. Keine Ahnung, wie schwer der Rucksack jetzt ist, aber ist nicht allzu schwer. Puh, aber noch ein paar Meter, dann sind wir an diesem anderen Aussichtspunkt von den Quarzwerken. Okay, ich bin jetzt zwar immer noch nicht an dem richtigen Aussichtspunkt, aber hier ist eine Bank, wie ihr seht. Da setze ich mich jetzt mal hin und hier sieht man es schon mal von der anderen Seite, aber ja, oder man sieht es nicht, den weißen Sand da. Jetzt sieht es man ein bisschen besser, weiß natürlich nicht von der Verpixelung her. Und dort ganz oben, da waren wir eben an so einem Aussichtspunkt. Aber ich mache erstmal Pause und setze mich. Ich bin wieder voll am Schwitzen. Unnormal. Ja, wenn man nicht trainiert ist, merkt man das schon. So. Ja, ich sitze hier kurz. Ein paar Minütchen, dass ich mal aufhöre zu schwitzen, weil sonst ist es wieder blöd mit dem Wind und so. Ist schon ein bisschen, geht schon ein bisschen Wind. Wenn man dann schwitzt, das ist nicht so gut. Aber die Jacke anziehen habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Das wäre zu krass. Also, ich schalte ein, wenn wir am anderen Spot sind. So, da wären wir. Ha, ich bin ganz schön fertig. Irgendwie war das doch ganz schön anstrengend. Auf jeden Fall seht ihr im Hintergrund jetzt ja den anderen Teil der Quarzwerke, also im Prinzip hier das, wo noch weiß ist. Dieser Teil kann noch abgebaut werden. Ansonsten, wo ich ein Kind war, all das, wo hier die ganzen Bäume sind, so, das war alles weiß. Ja, schade. Alles abgebaut. Hier finden wir noch ein paar Infos dazu. Wenn ihr Lust habt, drückt auf Pause. Hier, ich muss das Kamera ein bisschen hochhalten, ich sehe die jetzt nicht, ich hoffe, ich halte genau drauf. Ein kleines Insektenhotel, finde ich auch immer eine ganz tolle Sache. Und ich habe jetzt aber noch ein bisschen was vor mir, also ist auch nicht mehr allzu viel, aber ich gehe direkt weiter. So, die Lichtung war irgendein Vieh. Die Lichtung ist erreicht. Ja, hier ist das Hauptgebäude von den Quarzwerken. Die Büroräume. Muss ich mal schauen, wo ich jetzt lang gehe. Am besten gehe ich hier. Hoppala, sorry für das krumme Bild. Am besten gehe ich hier querfeldein. Ja, auch sehr, sehr schade hier. Hier hat man so eine Bank, will ich jetzt nicht hinfilmen, sind ein paar Leute. Und hier unten hatte man eigentlich immer eine super Aussicht. Ich weiß nicht wieso, die da die Bäume hingepflanzt haben. Auch da hinten drüber, da ist noch eine Wiese. Da hat man früher ja, sich getroffen mit Familien, hat gegrillt. Nicht erwünscht. Also es sind keine Nutzbäume oder sowas. Das ist echt wahrhaftig dafür gepflanzt, dass da, ja, dass man da halt nicht mehr so schön
sich hinsetzen kann. Jetzt kann man da gar nichts mehr machen. Sehr, sehr schade. Da hatte man immer einen schönen Blick über ganz Köln. Ja, man sieht es jetzt halt nicht. Durch die Bäume vielleicht noch. Ja gut, mit der Kamera sowieso nicht. Einen schönen Blick mit ganz Köln. Und der Silvester ist man auch immer hier hochgekommen und hat hier ein bisschen die Raketen genossen. Die Aussicht. Ich meine, die Leute kommen immer noch hier hin, Silvester, aber man sieht halt nichts mehr hier bis nach Köln rein. Also es war sehr, sehr schön. Und sehr schade, dass das nicht mehr gibt. Ja, so einiges hat sich verändert in den Jahren. Schade eigentlich. So, noch ein paar Meter und dann habe ich das nächste Ziel erreicht. So, mein Geotracker schlägt 15, also genau 15 Kilometer bin ich jetzt runter. Oh, dafür fühle ich mich noch relativ fit. Mir tun zwar langsam die Füße ein bisschen weh, aber es geht noch, muss ich sagen. Das ist schon top. Hallo, guten Tag. Ich habe übrigens immer noch die anderen Schuhe an, die ich auf dem Jakobsweg da mit hatte. Und die sind ganz schön abgelatscht jetzt. Ich muss mir neue Wanderschuhe holen. Ich habe gedacht, komm, für die eine Tour geht's noch. Aber das ist echt schon... Moment, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt bin ich fast umgefallen. Habt ihr es gesehen? Da ist ganz schön wenig Profil nur noch drauf. Und ich glaube, das sollte die letzte Tour damit gewesen sein. Wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich hier schon? Richtig, jawohl. So, hier mal lang. Kleinen Geheimgang. Und dann haben wir noch was Geheimes. So. Ja, also die Sonne wieder so herum. Ja, ich habe mir hier ein kleines Gärtchen klar gemacht. Gar nicht mal schlecht. In Zeiten von Corona ist das ja immer ein bisschen blöd. Also eigentlich hätte ich hier, ja, ein bisschen weiter ist halt noch eine Wiese. Da gehen wir gleich nochmal dran vorbei. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sehen wir ein paar Falken und Adler. Aber ich weiß nicht, kommt drauf an, ob die da wieder sind. Ja, und dort habe ich immer mich ausgeruht, ein bisschen gegrillt und sowas. Aber ja, aktuell ist das halt ein bisschen blöd, auch mit Picknick und so. Das zählt ja dann zu Picknick. Und ja, deshalb habe ich hier dieses kleine Reich. Muss natürlich noch einiges gemacht werden, aber es ist schon ganz cool. Und dann hier auch der Grill. Da kann man dann grillen. Extra selbst gebaut. Also, was heißt, ich habe den selbst gebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Das war ein Kollege. Und hier wird auf jeden Fall dann ein weiteres Video stattfinden. Und zwar habt ihr euch gefragt nach meinen kleinen Campingkocher. Ich blende den euch mal gerade ein. Und da wollte ich hier mal einen Test machen, wie schnell der eigentlich ein halbes Liter Wasser zum Kochen bringt. Weil da war ich ja wirklich begeistert. Das ist ja eigentlich fast schon Weltrekord. Ich habe noch keinen Kocher gesehen, der schneller kocht. Deshalb will ich das mal ausprobieren. Und wenn ihr Lust habt, dann ich schaue euch das einfach mal in die Endcard. Dann kommt der am Schluss das Video, wenn das dann schon fertig ist. Aber ich denke schon. Und ansonsten in der Videobeschreibung oder so. Da werdet ihr das dann finden. Ich war gerade im Überlegen, ob ich mich jetzt hier noch ein bisschen mehr ausruhe. Aber im Prinzip bin ich recht fit. Ich glaube, ich gehe einfach weiter. Und dann habe ich es auch nicht mehr so lang bis nach Hause. Aber gehen wir erstmal zu der Wiese. Vielleicht sehen wir gerade noch ein paar tolle Vögel. Leider werden wir keine Vögel sehen, Freunde. Eigentlich, also hier sieht man, bin ich gerade auf einer recht großen Wiese, einer meiner Lieblingswiese, und dort hinten, also was heißt dort hinten, hier oder dort oder dahinter, hinter diesem Gebüsch ist noch mal eine Wiese. Da sind sie oft mit ihren Vögeln, weil die haben dort hinten die Straße lang, also man sieht es jetzt auf der Kamera nicht, da geht so eine Straße lang. Da haben die halt, da wohnen die. Die haben dort eine Falknerei, beziehungsweise die haben alles Mögliche. Die haben Adler, die haben Eulen, die haben Falken. Ja, ist schon ziemlich cool. Ein Adler, das ist, glaube ich, der größte Vogel, den die haben. Der ist echt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Vom Boden so hoch irgendwie. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Ich sehe die Kamera von der anderen Seite nicht. Und dann lassen die hier immer mal fliegen. Und man kann so einen Handschuh anziehen, den so halten, dann kommen die auch zu ein. Also natürlich mit so
Fleisch wirft man hoch und dann kommen die und so. Kommt immer darauf an, wie viel die gegessen haben. Wenn die zu viel gegessen haben, sagen die, pff, nö, kein Bock. Dann sieht man die auch schon mal, die Falkner, oder wie sagt man, die das betreiben. Dann sieht man, wie die die wieder von hinten aus den Bäumen rausholen wollen. Oder da sitzt er dann drin, dort. Ziemlich, ziemlich cool. Naja, schade. Wären die jetzt hier gewesen, hätte ich mal ein paar tolle Aufnahmen noch machen sollen. Naja, was soll's, Freunde. Ich werde jetzt wieder an einer lauten Straße lang gehen. Und dann habe ich noch ungefähr, ich weiß nicht, einen Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, bis ich zu Hause bin. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen, ein kleines Special, meine Camino Wall, für diejenigen, die es interessiert, also meine Jakobswegwand. Ich habe mir ein bisschen was hingemacht und da habe ich auch ein, ja, ganz besonderes Dankeschön noch auszusprechen. Dazu aber gleich mehr. Ich schalte jetzt gar nicht mehr so groß ein, denke ich. Und dann sollten wir uns bei mir zu Hause wiedersehen. Also, bis gleich. So, Freunde, da bin ich. Ich bin wieder zurück. Bin gut angekommen. Ja, das war doch ganz schön anstrengend. Achso, ich habe meinen Geo-Tracker noch gar nicht ausgeschaltet. Fällt mir gerade ein. Ich bin gerade auch ein paar Minuten die Tür rein. Ja, 17,02, sagen wir mal 16,5. Weil wenn man rumsteht, dann springt das GPS die ganze Zeit hin und her. Ja, auf jeden Fall, Freunde, das ist, wie ihr seht, ich weiß gar nicht, ob das von der Kamera ein bisschen passt, damit alles gut ist. Die Kamera jetzt weiter nach oben, aber ich sollte ein bisschen zu wenig zu sehen sein, glaube ich. Ich kann es euch ja jetzt mal ein bisschen näher zeigen, auf jeden Fall. Wir sehen hier, ja, einmal die Compostela, die ich aus Santiago habe, dass ich den Weg gegangen bin. Danach bin ich ja weitergegangen nach Muxia. Hier sieht man nochmal die Urkunde. Und ja, das hier ist auch aus Santiago, der Distanzzettel. Allerdings der 896er. Das heißt, nach Muxia bin ich erstmal nach Cap Finisterre gegangen. Das ist von Cap Finisterre, dem sogenannten Ende der Welt. Und dann bin ich ja nochmal nach Santiago zurück. Da gab es dann hier diese Distanzurkunde, beziehungsweise auch eine neue davon mit dem aktuellen Datum, das ist, glaube ich, das erste jetzt. Was haben wir denn, der 13.? Ja, natürlich, der andere war am 8. Hier sieht man es am 21. Aber ich denke, was soll ich jetzt zwei Stück davon aufhängen? Ja, ganz oben der Wanderstock, den mir natürlich eine Abonnentin zugeschickt hat, beziehungsweise die Tanja habe ich getroffen auf dem Jakobsweg. Seht ihr aber, wenn ihr möchtet, in den jeweiligen Videos in meiner Dokumentation. Und hier unten, wie ihr seht, noch ein paar tolle Bilder. Die hat mir ein Abonnent gemacht, der Axel, und die hat er mir zugeschickt. Ja, also, deshalb an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, lieber Axel, für diese tollen Bilder. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank, liebe Tanja, für den Wanderstab, der mir sehr viel geholfen hat auf der Reise. Und natürlich auch vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die mir so tolle Kommentare hinterlassen haben, die Briefe, die mir geschickt hat, die E-Mails, das ist alles sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank, ich freue mich auf die nächste Tour mit euch und ich würde sagen, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert bitte auch den Kanal und wenn ihr möchtet, hier oben findet ihr jetzt die Playlist zur Jakobsweg-Dokumentation, falls ihr noch nicht gesehen habt und noch ganz neu dabei seid. Und hier unten findet ihr das Video zum Kocher. Also, in diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Hasta luego.